Moinsen, ihr Füchse und Füchsinnen da draußen. Ich bin euer Blaufuchs und ich begrüße euch wieder recht herzlich zurück hier zu Elex. Ja, im letzten Part hatten wir hier eigentlich ja schon mal die Waffe geholt für den guten, wie heißt er? Ich habe vergessen, wie er heißt. Wir machen das jetzt eben nochmal. Waffe rein, also Waffe holen, abhauen. Und ganz schnell jetzt hier. Eben schnell hin. Waffe snacken. Und ab. Ab geht's. Und direkt weg. Dann überbringen wir ihm schnell die Waffe, geben die andere Quest ab und hauen ab. Das ist der Trick, hat nämlich nicht abgehauen, das war der Nachteil. So, ruhig Quicksaven zwischendurch mal. Muss mir das angewöhnen, viel öfter den Quicksave-Button hauen, um halt solche, vor allen Dingen in solchen Situationen, wo man weiß, oh, es könnte knapp werden jetzt. Dass man in solchen Situationen dann halt auch rechtzeitig... Oh, hier ist noch ein Teleporter, den nehmen wir auch noch eben mit. Wo wir gerade schon mal hier sind. Wie du willst. Hast du den mitgebracht? Nee, ne? Jetzt ist der tot, oder? Er ist nicht mitgekommen. Sehr gut. Oh doch, er kommt. Oh oh, nix wie weg. Der Roboter folgt uns. Das ist nicht gut. Quicksafen. Rüber zu ihm hier. Eben schon die Quest abgeben und dann direkt weiter. Moin. Also, einmal wegen deiner Waffe. Immer gerne. Rababa, rababa. Dann nochmal die Maschinenteile. Wir hatten den Dialog schon, deswegen nicht wundern. So, bringst du das jetzt nach Goliath? Ja. Und tschüss. Abhauen. So, wir leiten direkt die Verlassung ein. Und verpissen uns. Na los, komm. Noch einen Trank in die Binde hier. Dann hier über den Fluss. Können wir schnell reisen? Checken mal eben kurz, vielleicht geht's ja. Schlechter Zeitpunkt. Nein, geht nicht. Gut. Oh, das ist ein Dicker. Ist alles voll hier. Geht's hier? Hier wird geschossen. Aber ich weiß. Ah, das sind die Feinde, ne? Versuch trotzdem mal eben. Oh nein. Lol. Oh, wir haben hier echt kein Glück. Ich latsche von einem Haufen Gegner in den nächsten rein. Hier ist der nächste. Leute, ich will nicht kämpfen, ich will nur abhauen. Lass mich alle in Frieden. Gehen wir hier unten lang. Was ist der nächste, Digge? Ist alles voll. Alles voll. Vielleicht hier oben. Ich wollte ihm die Waffe zurückbringen, das war's mir wert. So. Ich glaube, hier sind wir sicher. Versuchen wir mein Glück jetzt. Vielleicht können wir von hier aus jetzt wegteleportieren. Ja, geil. So. Läuft, ist sicher. Ich hoffe, wir können die damit reinnehmen. Ich frage mich, wie viele Räume dieses Haus hat. Sehr schön. Nicht, dass das hier Ärger gibt, ne? So, guck mal. Alles gut. Dann gehen wir hier kurz schlafen. Moin, wie geht es euch? Wollt mal kurz pennen. So. Bis zum nächsten Morgen schlafen. Wir können ja gleich mal gucken beim Überlebenstrainer. Das war die gute Dame. Da können wir gute Esser lernen, was wir dafür brauchen. Dann könnten wir ja vielleicht doch nochmal ein Level-Up machen. Ein kleines geht vielleicht noch. Ich habe jetzt ja Angst, mich zu verskillen. Und deswegen versuche ich diese Woche wirklich, so gut es geht, einfach nicht. Impflehrer, Überlebenslehrer, einfach nicht zu leveln. Und guck mal, was ihr so nochmal so sagt an Vorschlägen. Dann verdichte ich das nochmal und dann haben wir hoffentlich so einen kleinen groben Plan, wie wir weitermachen. Ansonsten mache ich einfach mal Freestyle so. Wird schon. Ich möchte gerne an dem Baum vorbei. Dankeschön. Oh, vorsichtig. Nicht so doll. So, Überleben ist gleich da unten. Ich muss nur kurz warten, bis mein Jetpack sich aufgefüllt hat, damit wir nicht sterben. Oh, dann geht das auch schon weiter, ne? Ja, dann würde ich... Opala, da hätte ich jetzt nicht mit gerechnet. Dann würde ich vorschlagen, questen wir erstmal noch ein bisschen, was ich hier noch habe. Und dann gehen wir, wie Meinungen schon sagte, in Richtung dieser Kuppelstadt. Ich glaube, das ist ganz gut. Aber sowas jetzt wie diesen Konverter, das hat ja super funktioniert. Da kannst du nicht meckern. Und wenn wir dann noch ein paar Sachen haben, die so easy sind, können wir die ja ruhig mitmachen. Bevor wir dann weitermachen. Hallo, guten Tag. So, du bist der Überlebensmann, ne? Ich habe deine Alps gefunden. Oh ja, warte mal, mit dem können wir ja reden. Ich habe deine Alps gefunden. Und jetzt bringst du mir ihre Köpfe, will ich hoffen. Nein, ich habe mit ihnen gesprochen. Du hast was getan? Ich hoffe für dich, dass du einen guten Grund dafür hattest. Ja. Und wenn sie deine Männer gar nicht getötet haben, wir reden hier von Separatisten, Bruder. Wir reden hier von Separatisten. Separatistische Alps?
Das kann ich kaum glauben. Mhm. Diese Separatisten möchten nicht mehr gegen die Menschen kämpfen. Ha, dass ich nicht lache. Wollen sie jetzt Frieden oder was? Sie bitten um Schutz vor dem gemeinsamen Feind, den Alpsoldaten. Ist das dein Ernst? Alps, die um Schutz vor anderen Alps bitten? Ja. Wo sollen diese schutzbedürftigen Alps denn sein? Ich warne dich. Erzähl mir keinen Mist, klar? Sonst komme ich noch auf falsche Gedanken. Sie sind im Westen. Sie sind im Norden beim Konverter. Ich denke, es ist besser, wenn ich es für mich behalte. Würde ich auch mal sagen. Ich glaube, ich sag's dir erstmal noch nicht. Ich denke, es ist besser, wenn ich das für mich behalte. Ich hab's gewusst. Ich habe dir von Anfang an nicht getraut. Du deckst einen Haufen Alps und gibst es auch noch zu. Verschwinde aus unserer Stadt, du Verräter. Sonst mache ich dich einen Kopf kürzer. Dich, Arschloch, hol ich mir. Haut er mich jetzt? Junge, was ist denn mit dir los? Das ist ja richtig am Ausrasten. Bruder. Der Tod? Jetzt ist er gestorben, oder was? Der soll nicht sterben. Oh, lol, okay. Gut, das ist ein bisschen blöd gelaufen. Warum rastet der denn auch aus? Ja gut, dann laden wir nochmal. Alter, ich wollte doch nur eben mit dem... Ne? Aber ich will die nicht verpfeifen. Wenn ich die verpfeife, dann bringt er die um. Das will ich halt auch nicht. Sollen wir ehrlich sein und es ihm sagen? Ich möchte eigentlich... nö, eigentlich will ich das nicht. Ich will ihm auch nichts Falsches sagen. Ach, ich weiß es nicht. Das ist eine dieser Entscheidungen. Ich möchte eigentlich den Separatisten nichts Böses, weil die könnten echt noch gute Verbündete werden. Tja. Bring mir erstmal was bei. Bring mir etwas bei. Ja. Guter Esser möchte ich gerne lernen. Hast du das hier? Guter Esser. Guck mal, das kann ich schon lernen. Guck mal, läuft schon. Machen wir. Ja. Was macht Abenteurer? Zeigt dir alle Teleporter auf der Karte an. Hoho! Aber Intelligenz 40, ne? Weißt du Bescheid. Rüstungen. Brauchen wir erstmal Konstitution. Erhöht den Schutz durch Rüstungen. Giftresistenz. Erhöht deine Widerstandsfähigkeit gegenüber Giftschaden. Mit jeder Stufe. Kann ich mir auch noch gut vorstellen. Lass ich aber erstmal die Resistenzen. Ausdauer. Erhöht dauerhaft deine Ausdauer. Extra Hitpoints. Das sollen wir auf jeden Fall auch noch lernen. Gibt dir zusätzliche Lebenspunkte mit jeder Stufe. Das würde ich sagen, gönnen wir uns auf jeden Fall. Können wir uns auch jetzt schon gönnen? Und wie sieht das mit der Ausdauer aus? Gut, jetzt habe ich keinen Lernpunkt mehr, aber da wäre ich ja auch noch mit dabei, ne? So. Quicksafen, ich rede jetzt nochmal mit ihm. Ich, ja, komm, ich habe die Art gefunden. Hatten wir ja. Nein. Du hast dich. Okay. Und wenn sie deine Männer gar nicht getötet haben, machen wir mal das. Und wenn sie deine Männer gar nicht getötet haben? Ach, und wer soll es dann gewesen sein? Diese Separatisten möchten nicht mehr gegen die Menschen kämpfen. Ha, dass ich nicht lache. Wollen sie jetzt Frieden oder was? Sie bitten um Schutz vor dem gemeinsamen Feind, den Alpsoldaten. Ist das dein Ernst? Alps, die um Schutz vor anderen Alps bitten? Wo sollen diese schutzbedürftigen Alps denn sein? Ich warne dich. Erzähl mir keinen Mist, klar? Sonst komme ich noch auf falsche Gedanken. Tja, ich bin jetzt mal ehrlich, komm. Sie sind im Westen. Na schön. Ich werde einige meiner Männer zu den Alpseparatisten schicken. Wenn sie nicht auf Krieg aus sind, dann werden auch wir uns zurückhalten. Bin gespannt, ob wir eine friedliche Lösung finden. Okay, hätte ich nicht gedacht. Hier hast du ein Zeichen meiner Anerkennung. Okay, das ist ja dann doch gut ausgegangen. Schauen wir mal. Irgendein anderer Quest ist dafür jetzt abgegangen, aber das passiert halt, ne? Also, das kennen wir ja auch noch von Gothic. Manche Sachen schließen sich halt aus. So, jetzt gucken wir mal. Edan, das Gesetz der Berserker. Clanstreit. Einer von Cormacs Männern scheint schlechte Stimmung zu verbreiten. Sein Name ist Eldur und er arbeitet als Setzer auf den Farmen. Ihr sollt zu ihm gehen und seinem Gehetz gegen den Eisenclan ein Ende bereiten. Die zweite Wache. Holy shit, das ist sehr lang. Katas Tagebuch. Ich habe das Tagebuch von einer gewissen Katta gefunden. Sie scheint nicht mehr in Goliath, sondern auf einer Insel im Süden zu leben. Jagdverlust. Lennart möchte seinen Bogen zurück. Er hat ihn bei der Jagd verloren. Wir erinnern uns daran. Der fehlende Mann. Der neue Outlaw. Abessa. Raketenbohnen. Finde die Audio-Logs der Bohnen. Eine haben wir schon mal. Werden die auf der Karte angezeigt? Mal sehen. Ja, Tatsache. Oh, diese war komplett verteilt. Kommen wir dann später, ne? So, was haben wir denn noch? Gefährten. Elektronik für Falk. Ausgekochtes Schlitzohr, das lassen wir erstmal. Köpfe müssen rollen. Axt. Eine halbdefekte Blechdose, das müssen wir auch noch machen.
Clanstreit. Mal sehen, wo ist das denn? Auf der Karte markieren. Gucken wir uns das erstmal an. Das ist ja direkt da unten. Los geht's, würde ich sagen. Lassen wir mal, reden wir mal mit ihm und sagen mal, er soll mal aufhören, so eine Scheiße zu verbreiten, ne? Vielleicht beruhigt er sich dann wieder. Machen wir erstmal das. Und dann geht's weiter. Und dann nähern wir uns ja langsam schon Richtung dieser Kuppelstadt, wo wir hin sollen. Ich glaube, es ist ein ganz guter Start. Moin, hallo. Aber jetzt gucken wir erstmal, dass hier kein Unsinn mehr verbreitet wird. Das ist ja auch nicht so höflich. Auf dem Feld wäre nichts für mich. Boah, ich stelle es mir an sich eigentlich schon ganz chillig vor. Aber so Tag ein, Tag aus könnte es halt schon ein bisschen eintönig werden, ne? Das muss man schon zugeben. Die Stadt der Berserker. Ihr Name Goliath leitet sich aus einem Wort aus der alten Welt ab. Goliath. Mhm. Es stammt aus einer alten, fiktiven Geschichte namens Dave und Goliath. In der Geschichte kämpft ein gewisser Dave an der Seite seiner Freundin Jude gegen Goliath. Zumindest hat mir das einmal jemand erzählt. Ich rede jetzt erstmal mit Eldor. Du Eldor, ich habe gehört, du machst hier ein bisschen Stunk, ne? Wie sieht das aus? Ich habe gehört, du machst Ärger. Wovon redest du? Mir ist zu Ohren gekommen, dass du Ärger mit dem Eisenclan hast. Ärger mit dem? Das ist ja wohl die größte Untertreibung seit dem Untergang der alten Welt. Ich und meine Jungs bekommen bei Ora nichts mehr zu trinken. Und warum? Weil wir zum Hammerclan gehören. Wie soll ich mich denn nach der Arbeit entspannen, wenn wir hier nichts mehr zu trinken bekommen? Das finde ich nicht gut. Gab's eine Tavernenschlägerei? Tavernenschlägerei? Nein. Aber anscheinend reicht deine Meinungsverschiedenheit heutzutage schon aus, um aus der Kneipe verbannt zu werden. Wieso willst du das wissen? Cormac schickt mich. Ich soll der Streiterei ein Ende machen. Na dann viel Glück mit dem Holzkopf Oran. An uns liegt es nicht. Du findest Oran weiter oben in der Taverne. Falls du es wirklich schaffst, ihn umzustimmen, dann sag mir Bescheid. Ich könnte mal wieder einen ordentlichen Schluck vertragen. Also da muss ich sagen, da bin ich ganz bei ihm. Das finde ich auch nicht fair. Also klar, Meinungsverschiedenheiten kann man haben, ja. Haben wir ja auch hier manchmal, was das Thema Fernkampf angeht. Aber deswegen kann man ja trotzdem sich abends mal zusammenreifen, raufen und ordentlich entspannt bei einem Bierchen seine Meinungsverschiedenheit auch mal vergessen, ne. Ein bisschen Rauferei und so gehört dazu, ja. Aber wir sind doch alle Freunde, ne? Deswegen versuchen wir das jetzt mal zu schlichten. Vielleicht kriegen wir das hin. Nebenbei nehmen wir diese Heilpflanze noch mit. Und schauen wir mal. So. Da unten, das sieht doch auch einladend aus. Da hat man doch auch ein bisschen Bock mal zu gucken, was da so abgeht. Moin. Das ist ja ein dickes Ding. Das ist ein richtig dickes Ding. Lass mal eben reden, Oran. Ja, nicht rumhusten hier. Hör mal. Du, der Hammerclan schickt mich, ne? Ich hab da gehört, es gibt da ein bisschen Stress bei euch. Der Hammerclan schickt mich. Na, großartig. Was willst du? Du wirst den Hammerclan ab heute wieder bewirten. Interessante Geschichte. Erklärst du mir auch noch, warum ich das tun sollte? Die Berserker müssen zusammenhalten, Persönlichkeit. Du wirst den Hammerclan wieder bewirten, weil ich dir sonst den Schädel einschlage. Nee, wir müssen zusammenhalten. Noch schade. Du wirst den Hammerclan wieder bewirten. Das habe ich auch nicht. Weil ich dir sonst den Schädel spalten muss. Vielleicht stimmt dich dieses Elixid um. Ich will kein Geld ausgeben. Ich versuch's mal so. Weil ich dir sonst den Schädel spalten muss. Du willst dich mit mir anlegen? Du kannst es gerne versuchen. Ich werde vor der Taverne auf dich warten. Komm her, wenn du bereit bist. Machen wir. Komm, jetzt hauen wir uns mal gegenseitig auf den Möpfe. Was willst du hier? Na komm raus. Kommst du jetzt oder nicht? Na ja, geht raus. Cool. Den hauen wir um. Sie sollte wirklich nicht immer so viel reden. Ich bin mal weg, Leute. Trink nicht so viel. So, Quicksafen, hast Bock? Du willst also, dass der Hammerclan bei mir wieder was zu trinken bekommt? Dann zieh deine Waffe und zeig mir, wie ernst du es meinst, Freundchen. Meine
Die Waffe steckst du besser weg. Mario! Geht doch. Oh, mein Schädel! So, was sagst du? Ah, oh, du Kacke! Du hast einen ziemlich harten Schlag drauf. Du wirst jetzt wieder den Hammerclan bewirten. Ja, schon gut. Ich werde mal mit Angrim reden. Was hat Angrim damit zu tun? Er hat mir die Anweisung gegeben, den Hammerclan nicht mehr zu bewirten. Ich denke, er hat gehofft, dass es einige Überläufer zum Eisenclan geben könnte. LOL! So ist das also. Vielleicht sollte ich Cormac davon erzählen. Du musst selbst wissen, ob das eine kluge Idee ist. Ich muss mich jetzt wieder meiner Taverne widmen. Oh ja, ich finde die Idee sehr gut. Ich möchte ja nicht zu denen hier, deswegen so ein bisschen Unruhe kann ich mir hier durchaus schon gut vorstellen. Sag ich ihm erstmal Bescheid, dass sie wieder bewirtet werden. Dann können die sich nämlich jetzt schon mal schön ein Bierchen reinorgeln. Das haben die sich auch verdient. Meiner Meinung nach. Auf geht's. Oh, warte, hier war noch Setzerbrot. Das nehmen wir auch noch eben mit. Oh, jumpen. Hab ich schon mal gesagt, dass ich das Jetpack einfach nur liebe. Da bin ich mal gespannt auf diesen Jetpack-Angriff, wann wir den endlich mal lernen können und bei wem. Das wird, glaube ich, ganz geil. So, pass auf, ihr dürft wieder saufen, Junge. Also, Oran wird euch ab jetzt wieder bewirten. Oran wird euch wieder bewirten. Wirklich? Du hast es wirklich fertiggebracht, diesem starrköpfigen Eisenclaner Sinn einzureden? So in der Art. Ich habe ihn verprügelt. Mir egal, wie du das angestellt hast. Hauptsache, ich kriege wieder meinen Feierabendtrunk. Als kleines Zeichen der Dankbarkeit vom Hammerclan. Bitteschön, gönn dir, ne? Ich hole mir derweil jetzt, weil wir jetzt ja gerade mal schon mal ein bisschen Geld eingesammelt haben. Würde ich vorschlagen, hole ich mir jetzt schon mal noch den Helm für die Rüstung, damit wir noch ein bisschen mehr Schutz haben. Ist nicht viel, aber ist ja ein bisschen. Damit können wir doch schon arbeiten. Nebenbei snack ich mir hier eben nochmal was rein. Und ich würde auf jeden Fall bei Cormac mal petzen. Muss ich sagen, wie es ist. Hab irgendwie Bock drauf. Deswegen, lass mal, müssen wir dann da hoch. Dann können wir doch ruhig mal petzen. So, hier einmal lang. Und sagen wir einmal kurz Bescheid, wie das hier aussieht, ne? Hallo, moin. Für das ist eine gute Idee. Doch. Flup. Guten Tag, hallo. Moin. Wir sehen uns später. Hier einmal entlängs. Oh, es geht aber weit hoch, du, ne? Hallo. So. Wo war das denn jetzt? Wir müssen einmal hier lang. Da oben ist, glaube ich, gleich der Schmiedemann. Hi. Und Cormac ist ganz da oben. Dem sagen wir jetzt erstmal Bescheid, ne? Da habe ich aber Bock drauf jetzt. Wir kriegen jetzt mal eine kleine Info. Was hier so Phase ist, ne? Weil das finde ich, also finde ich sehr unfair, da den anderen Leuten so die Suppe zu spucken. Das ist. Habe ich eigentlich diesen Teleporter? Ja, ne? Den habe ich aktiviert, oder? Ja. Er schubbert vor sich hin. Da hätten wir auch hier hin teleportieren können, ne? Wäre schneller gegangen. Gut. Gut zu wissen für nächstes Mal. Aber man will ja auch ein bisschen was sehen von der Welt, ne? So, hier, pass auf. Ich habe Infos für dich. Harte News. Und du bist ja Ragnar. Du gabst dem Krieger Duras den Auftrag, den Mord an einem deiner Männer aufzuklären, ne? Du gabst dem Krieger Duras den Auftrag, den Mord an einem deiner Männer aufzuklären? So ist es. Und ich hoffe, dass er bald Ergebnisse vorweisen kann. Dieser Vorfall ist ein Verbrechen, das nicht ungesühnt bleiben darf. Er hat alle Bürger von Goliath schwer erschüttert. Der Mörder wird sein gerechtes Urteil erhalten. Da wir jetzt ja Ersatz haben, würde ich sagen, ich erzähle ihm davon, ne? Ich kann dir über den Mörder von Asko erzählen. Ich kann dir über den Mörder von Asko erzählen. Was denn? Du? Dann raus damit. Was weißt du darüber? Duras selbst ist der Mörder. Duras selbst ist der Mörder. Was? Was redest du da für einen Unsinn? Kannst du diese schwere Anschuldigung auch beweisen? Du hast Duras erst kürzlich zum Krieger befördert. Doch er kann noch nicht einmal lesen. Askor ist ihm auf die Schliche gekommen. Da hat er ihn aus dem Weg geräumt. Was sagst du da? Da! Wie konnte ich nur so blind sein? Und ich selbst habe mich schon gefragt, warum er so lange braucht, um den Mörder zu finden. Gut, ich werde der Sache nachgehen.
Wenn etwas dran ist an der Geschichte, dann werde ich es sicher bald herausfinden. Und danke für die Nachricht. Hier hast du was als Belohnung für die Auflösung des Falls. Immer gerne. 1000 Splitter. Sehr schön, das habe ich gerne getan tatsächlich. Also ich fand das, nee, da müssen wir auch bei. Also das können wir nicht so gut heißen, dass er da Leute umbringt und ihn jetzt einfach als Begleiter mitnehmen. Ne? Deswegen, da wir jetzt ja Ersatz haben durch den guten Falk, habe ich ihn direkt als besser geliefert. So, meine Lieben, wir machen an dieser Stelle einen kurzen, gemütlichen Break. Wenn euch das Ganze gefallen oder nicht gefallen hat, lasst wie immer entsprechende Däumlein da. Kommentare und Feedback sehr, sehr gerne unter dem Video posten. Und ansonsten sehen wir uns dann gerne gleich im nächsten Part wieder. Bis dahin, euch viel Spaß beim Zocken. Tschüss, euer Blaufuchs.